Es ist das Kunststück mit der Flasche und dem Glas. Die Idee des Kunststückes ist es, die Flasche von dieser Seite zu jener wandern zu lassen, wo das Glas steht und umgekehrt. Neben der Flasche und dem Glas benötigt man noch zwei leere Röhren. In der einen Röhre ist kein Mensch drin. Oh doch, da sind doch viele drin, sehe ich gerade. Na gut. Okay, so, und die andere Röhre, die ist auch ziemlich leer. Hallo, ich bin Christian, wie heißt... Marion. Immer noch Marion, stimmt, ja. Musste ich erst mal wiedererkennen hier so im Dunkeln, ne, Marion. Okay, schön, dass du immer noch da bist und nicht geflüchtet bist. Ach, muss ich mir den Ärmel wieder runter machen. Ich bedecke also die Flasche, ich bedecke das Glas und dann sage ich einen Zauberspruch. Ich bin wirklich, ich bin echt aufgeregt. Marion, fällt dir zufällig ein Zauberspruch ein? Wer hat das gesagt? Simsalabim, der ist originell, den kann ich noch nicht. Der ist echt gut. Ich sage also Simsalabim und schon haben wir hier das Glas und hier die Flasche. Nee, das war doch nicht so originell. Also, weiß ich nicht. Ich mache das nochmal. Also Flasche und Glas. Jetzt aber. Marion, du noch einen? Das wird immer besser. Okay. Geh los. Abracadabra! Ja, jetzt hat's geklappt. Schon haben wir hier die Flasche und hier das Glas. Erstaunlich, ne? Aber der weitaus schwierige Teil ist es, Flasche und Glas zurückwandern zu lassen. Ich sage noch einmal Abracadabra und schon haben wir wieder hier die Flasche und hier das Glas. Ja, okay. Neulich hatte ich einen Zuschauer, der fragte mich, ob ich nicht mit der Flasche hier und dem Glas da beginnen könne. Ich sagte ihm, dass das nicht geht, dass das immer so stehen muss. Aber als ich mich umdrehte, um was zu holen, da sprang dieser Kerl doch auf und vertauschte Flasche und Glas. Und gemein wie er war, stellte er auch noch die Röhren darüber. Ich drehte mich wieder zurück, sah glücklicherweise von oben in die Röhren hinein. Ich sah, dass jetzt da die Flasche war, da das Glas, da wollte ich das Kunststück aber nicht vorführen. Also nahm ich die Flasche, nahm das Glas, stellte die Flasche hier herüber, das Glas dort herüber und... Hier sind sie. Ich erklärte dem Zuschauer nochmals, dass die Flasche immer hier und das Glas immer da stehen müsse. Wenn das Glas hier wäre und die Flasche da, müsste man ja Flasche und Glas vertauschen. Ha, sagte er, ich weiß, wie Sie das machen. Sie haben zwei Flaschen. Machen Sie doch nicht lächerlich, sagte ich. Wenn hier eine Flasche ist, dann kann sie ja nicht hier sein. Es sei denn, hier wäre ein Glas. Moment, dann haben Sie zwei Gläser. Ja, aber wenn hier ein Glas ist, dann kann es ja nicht hier sein. Es sei denn, hier wäre eine Flasche. Spielt doch gar keine Rolle, ob wir die Flasche bedecken oder das Glas bedecken. Wichtig ist nur, dass wir eine Flasche, ein Glas und zwei leere Röhren haben. Voilà. Das ist es ja, das Leben, wenn es schön ist und glücklich. Ein Spiel.